zu Stamp Your Dream. Ich habe neulich im Internet diese super tollen Karten gesehen mit der Brayer-Technik. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich auch ein Video drüber machen. Mittlerweile gibt es ein englisches Video zu der Karte. Ich verlinke das mal unten. Und das ist sozusagen das Design, was ich gesehen habe. Und ich zeige euch heute allerdings diese Karte, wie die gemacht wird. Ja, also was braucht ihr dafür? Ich habe jetzt hier die Farben. Und zwar einmal Wildleder, Kürbisgelb, Mandarinenorange, Honiggelb. Also die In-Color Honiggelb, Waldmoos und Orangentraum. Ihr könnt es natürlich gestalten, wie ihr mögt. Ich fand die Farben kommen mir eigentlich ganz gut. So, wir fangen an mit Honigmelone. Honiggelb natürlich. Ihr braucht in dem Fall dieses Stempelset Baum der Freundschaft und einmal keine Lektik für den Sonnenuntergang. So, ihr nehmt dieses Brayer-Ding, diesen Walzgriff heißt es glaube ich im Deutsch, und geht einmal über die Farbe. So, und dann geht ihr einmal in dem Fall, das ist ja ziemlich dunkel, aber das macht nichts, die wollen wir auch haben, einmal in der Mitte drüber. Und einmal zurück, dass ihr ein schönes Gelb bekommt. So, ganz wichtig ist, dass ihr das einmal immer wieder sauber macht zwischendurch. So, packen wir zur Seite. Dann nehmen wir einmal Orangentauben. Gehen da ein paar Mal über die Farbe. So, und dann gehen wir einmal locker, fangen wir ein bisschen vorher an, damit es so einen Schatteneffekt gibt. Einmal rüber und dann ganz wichtig einmal in das Gelb auch mit rein, dass der Farbübergang besser ist. Und wieder sauber machen. Na, am besten mit unserem Ding hier. So, und dann brauchen wir noch einmal Waldmoos, also auch aus den In-Colors. Das ist auch sehr dunkel und da müsst ihr ein bisschen an der Seite ein bisschen Farbe haben und startet auch einmal vorher und geht ein bisschen über das Gelb auch rüber und ein bisschen hoch und streicht das dann dementsprechend einmal aus. So, das bei dem Grün brauche ich noch ein bisschen den Reiniger, weil sonst geht das nicht richtig, wird das nicht richtig sauber. So. Gut, weiter geht's. Jetzt braucht ihr einmal die Sonne hier sozusagen aus dem, die Sonne aus dem Kind of Electric. Kind of Electric heißt es genau. So, und einmal einen großen Block. In dem Fall habe ich einfach mal mit Mandarinenorange. Ich wollte noch einen anderen Ton haben. Einen anderen Orangeton. So, und dann nehme ich mir einfach jetzt hier, ist da das. Könnt ihr vielleicht sehen, also hier haben wir ja sozusagen so eine Horizontlinie und da lege ich jetzt ein Stück Papier an, könnt ihr auch ein Post-it nehmen und macht das einmal sozusagen so und dann guckt ihr, wie groß ihr die Sonne haben wollt. Ich möchte sie jetzt schön groß. So. Und dann können wir das auch einmal reinigen. Ganz Tisch wackelt. So, dann können wir die schon mal zur Seite legen. So, so sieht es jetzt aus. Und jetzt brauche ich meinen Baum. Aus dem Baum der Freundschaft. So, und dann brauche ich einmal Wildleder. So, den setze ich jetzt einmal genau hier über die Sonne, in praktisch hier unten das Dunkle. Bei denen nehme ich lieber immer die Unterlage. Dann ist der Abdruck immer schöner. Und hier habe ich gar nicht bis zum Ende gestempelt. Ich habe das gar nicht komplett drauf. So, jetzt aber. So, jetzt ist die Sonne im Hintergrund und jetzt nehmen wir einmal die
Blüten. Und die möchte ich gerne wieder in den Honiggelb. So, und dann immer hier so gucken, dass ihr das positioniert, dass das auch schön aussieht. So. Und jetzt nehmen wir... diesen kleinen hier. Genau, den kleinen hier. Und dann macht er auch wieder mit dem Honiggelb einmal hier so ein bisschen unten noch ein paar einzelne hin. Boah, das reicht schon. Können wir das Honiggelb einmal wegpacken. Und dann nehmen wir noch das Kürbisgelb einmal. Also alles so die Orangetöne. So, und jetzt stempelt ihr einfach hier oben noch ein paar Blätter in die Äste. So ein bisschen Ton in Ton ist. Und hier unten macht ihr einfach noch ein paar, dass das so eine Art Horizontlinie ergibt. So, das war's auch schon. So, dann möchte ich einmal die Schaukel, dann nehmen wir einmal Schokobraun als Stift, weil ich die zweifarbig haben will. Ich mache einmal dieses und einmal mal, was ist das hier? Gartengrün, glaube ich. Nee, Grünbraun, genau. Nämlich, ihr könnt natürlich auch hier das Waldmoos geben. So, und die Schaukel, die will ich da so ein bisschen im Wind haben. Das heißt, die mache ich jetzt einfach an so einen Ast. Das Schöne ist ja bei diesen Stempeln, dass man das immer so machen kann und nicht unbedingt mit dem Stamp-O-Magic arbeiten muss. So, wo ist mein Fahrrad? Da nehme ich das Fahrrad und da fange ich an immer mit der hellen Farbe. In dem Fall möchte ich hier sozusagen einmal dieses Grün in der Mitte haben und einmal die Reifen in Braun. Schokobraun nehme ich darauf wieder und dann kommt das Fahrrad einmal an den Baum. So, den Rahmen, das ist der Rahmen hier, dieser. Ich finde auch, der sieht ein bisschen aus wie ein Drache. Ich habe ihn auch tatsächlich schon mal als Drache benutzt. Passt ja auch. So, den platziere ich, jetzt muss ich mal kurz drehen, weil sonst sehe ich es nicht so richtig. So, den habe ich jetzt platziert und der ist jetzt dann auch im Grün. So sieht das aus. Hier, das ist jetzt dann ein grüner Rahmen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Karte. Dann kommt da jetzt noch in meinem Fall einmal... So, es kommt da einfach nochmal aus perfekte Pärchen. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Auch ein Schokobraun. So. Nehmen wir nochmal den Gelpen. Dann könnt ihr hier sozusagen den Baum noch ein bisschen. Ich mache das dann. Also mit dem Kreidestift braucht ihr das nicht so ein bisschen verwischen. Aber sieht ganz nett aus. Ins Fahrrad noch so einen Punkt, an den Sattel ein bisschen verwischen. Gibt dem noch ein bisschen Struktur. So, und dann habe ich hier, was ist das hier aus dem Itty Bitty Set, ein kleiner Kreis. Und da mache ich einfach die Ecken mal mit weg. Mal auch den 1/2 Inch nehmen. So. Und da wir jetzt hier Ton in Ton bleiben, weg ist die Karte. Ton in Ton bleiben. Habe ich jetzt auch den Spruch genommen aus Baum der Freundschaft bei der Karte. Und hier habe ich mit diesen Candy Dots oder wie sie heißen gearbeitet. Ja, nehmen wir jetzt einfach auch wieder. Die Grundkarte habe ich hier schon zusammengeklebt. In Orangentraum, Waldmoos und Honiggelb. Und nehmen die Dimensionals.
und machen die einmal hinten drauf. So. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt nehmen wir noch ein Stück von dem. So, also so sieht die Karte jetzt aus aktuell. Jetzt wollen wir noch einmal hier mit unserer Konfetti-Herzstanze ein paar Herzen einmal ausstanzen. Und dann brauche ich mein Tombow. Und dann mache ich hier oben einfach noch ein paar Herzchen von dem Herzkonfetti drauf. Ein großes, ein kleines und ein mittleres. So, mache ich in grün, weil ich finde, das setzt sich ganz gut ab. Und dann machen wir hier unten auch noch mal ein paar das jetzt Ton in Ton, aber das macht ja nichts. So, und dann nehme ich hier nochmal meinen weißen Stift, meinen Gelstift, dieser Kreidestift geht auch, und mache da einfach so ein paar Punkte drauf und verwische das nochmal ein bisschen. So, ja, das ist die Karte. Wie ihr seht, geht fix und viel Spaß beim Nachbasteln.